schon vor 12 Jahren über meinen damaligen Ex-Freund, der ein guter Freund von Philipp ist. Und ja, da war ich aber noch vergeben. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert. Und dann haben wir uns haben uns immer wieder getroffen, waren aber immer wieder einer vergeben. Und dann haben wir uns auf Lisas Geburtstag nochmal getroffen, Pflegerin von Philipp, die wiederum eine gute Freundin von mir ist. Und dann hat es noch eine gewisse Zeit gedauert. Ja, und dann hat es geklappt. Es war vor 12 Jahren, oder als wir uns kennengelernt haben, die ersten Male, da war ich so, weiß nicht, 18, 19 Jahre alt. Da war ich schon zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ein bisschen verliebt und auch ein bisschen verschossen in Dominika. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war es nicht so einfach machbar. Wie gesagt, sie war zusammen mit einem guten Freund von mir. Aber eigentlich war es von dem Punkt eigentlich schon klar, dass ich irgendwann den Kampf nicht so einfach aufgeben möchte und mich dafür dazu bemühen möchte, dass ich die Dominika als meine Freundin bekomme. Dass es dann so lange dauert, hätte ich nicht gedacht, aber das gutes Ende genommen. Ich. also, ich glaube, ich habe mich lauter gefreut. Aber Philipp hat es auch schon vorher gewusst, deswegen hat er sich wahrscheinlich die ganze Zeit schon drüber gefreut. Nein, ich habe es nicht vorher gewusst, aber ich hatte ein gutes Gefühl. Und dann ist natürlich erstmal der Druck abgefallen, als man dann durch die Ziellinie geritten ist und hat funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Aber ich freue mich dann eher ein bisschen im Stillen und heimlich, wie dass ich jetzt großartig meine Kappe in die Menge schmeiße. Okay. Ja, das ist ja jetzt offiziell das Video und öffentlich, von daher muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich würde sagen, sie ist sehr liebevoll. Ehrgeizig, ein guter Mensch. Tiefenentspannt, hilfsbereit und zielstrebig. Ja. Dominika ist übrigens auch noch ungeduldig. Das waren viele. Das letzte Schweigen war. Gemeinsames Hobby, was schon jetzt in Corona-Zeiten anders war, war, dass man einen viel, viel geregelteren Wochenablauf hat. Also das heißt auch, dass Turniere weggefallen sind, merkt man erstmal, wie lang so eine Woche ist und wie eigentlich auch schön das ist, wenn man ein ganz normales Leben hat und ein ganz normales Wochenende hat. Und wir haben uns eigentlich so bis im Sonntag immer die Routine gehabt, dass wir dann sonntags ein bisschen länger geschlafen haben, dann zu Dominika in den Stall gefahren sind, ein bisschen die Felder gemacht haben und dann schön zusammen gefrühstückt haben und dann ausgiebig Zeitung lesen an einem Sonntag und dann einen Spaziergang mit dem Hund zu machen. So einfach so stinknormale Sachen, die ich mir als 18- oder 25-Jährige auch nicht erträumen hätte lassen, dass ich das jetzt an der Stelle einmal hier erwähne. Aber das so einen ganz normalen Alltag und einen ganz normalen Sonntag mit normalen Sachen, das hat auch was. Ja, er hilft in der Küche ab und zu und am besten, also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat er immer gesagt, heute Abend koche ich und dann gab es immer Rührei mit Wurst und Curry Ketchup und war jetzt aber nicht meine Lieblingsspeise und irgendwann habe ich mich dann auch getraut, das zu sagen und habe die meiste Zeit das Kochen dann übernommen, aber Philipp ist immer für Fleischbraten und Fischzubereitung ist Philipp zuständig und das macht er hervorragend. Ich bin für den Abwasch. Abwasch ist meine Aufgabe dann. Wie hat erste Woche oder wie hat zweite Woche? Also in der ersten Woche war ich tatsächlich besorgt und habe auch natürlich gesehen, dass es ein bisschen schmerzhaft war, der Sturz, oder auch das in Aachen war ich sehr erschrocken und machen mir natürlich Sorgen, aber hier zweite Woche habe ich mir dann schon gedacht, so jetzt können das sich dann auch mal festhalten, wenn es ein bisschen schwierig wird. Also je nachdem, wie er runterfällt, mache ich mir durchaus auch Sorgen. Ich? Ich? Nein.
Ich kann wunderbar, also ich habe jetzt kein Problem, wenn mich jetzt irgendwie einer sportlich schlägt. Ist ja vielleicht auch ein bisschen was anderes, weil man ja einfach eigentlich normalerweise jede Woche wieder die Chance hat, sich zu revanchieren, und man zieht sich jede Woche wieder auf ein Turnier und gibt so und so viele Prüfungen jedes Wochenende, wo man sich beweisen kann. Von daher habe ich überhaupt kein Problem, wenn ich Zweiter oder Dritter bin. Da freue ich mich trotzdem. Ja, ich finde, bringt mich doch das eine oder andere auf die Palme. Und zwar zum Beispiel, wenn es nicht schafft, obwohl ich mittlerweile 3 Fußabtreter vor dem Eingang der Tür habe, in passenden Distanzen, also ich denke, so als Springreiter sollte es eigentlich schaffen, die Distanzen zu treffen und einen Fußabtreter zumindest treffen. Aber meistens schafft er es genau, die Zwischendistanzen zu treffen, und schafft es jedes Mal mit dem dreckigen Schuh mit Saus rein. Nicht so viel. Das ist bei mir ein bisschen Suchtpotenzial. Das heißt, wenn ich damit einmal anfange, mit einer Serie zum Beispiel, dann gibt es kein Stoppen mehr. Dann ziehe ich das am liebsten dann in 2-3 Tagen durch und nächtelang haue ich mir dann die Ohren. Von daher versuche ich das Ganze zu umgehen und nicht meine Zeit ein bisschen sinnvoller zu nutzen, wie jetzt Netflix zu gucken. Jedoch jetzt 14 Tage zum Beispiel in Riad war jetzt auch nicht so viel zu tun. Da habe ich zum Beispiel The Crown angeguckt und das fand ich sehr gut. Aber normalerweise guckt man eher, wenn wir im Fernsehen schauen, guckt man eher öffentlich-rechtliche und gucken uns einen schönen Krimi an. Ja, Tatort, große Tatort-Fans. Ja, und sonst bleibt auch gar nicht so viel Zeit da stundenlang. Auch zu Corona-Zeiten, wir hatten ja Gott sei Dank einen geregelten relativ geregelten Tagesablauf, und so viel Zeit ist gar nicht geblieben. Ich will 2021, mein großes Ziel ist ganz klar die Olympiade. Ich will auf jeden Fall versuchen, mich dabei zu sein. Und dann natürlich haben wir die abnormale Situation 2021, dass wir die Europameisterschaft gleichzeitig im gleichen Jahr haben und die auch noch in Riesenbeck stattfindet. Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz besonderer Anreiz. Und diese zwei Sachen sind die absoluten Highlights 2021. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag motiviert und mit Freude in den Stall zu fahren und meine Pferde auszubilden und den Spaß nicht zu verlieren, auch wenn wenig Turniere sind. Ich hoffe natürlich, das ändert sich jetzt wieder im Laufe der Zeit. Und einfach Freude an der Arbeit mit den Pferden zu haben und dadurch dann natürlich auch die Erfolge und in der Maturierung zu haben und auch dann im Verkauf der Pferde. Das ist meine Ziele. Nicht so groß wie Philipps Ziele, aber immerhin sind welche da. Also für mich ganz klar volles Stadion, zum Beispiel in Aachen, Nationenpreis oder Flutlicht, 30.000, 40.000 Menschen. Und richtig gute Stimmung in einem richtig wichtigen Springen mit vollem Haus. Und danach dann am Montag, wenn Philipp nach dem Nationenpreis nach Hause kommt oder nach dem großen Preis nach Hause kommt, feiern wir dann hier eine große Party und alle sind eingeladen. Darauf freuen wir uns.